Hallihallo und willkommen zu einem neuen Autovlog. Ich möchte heute, ja keine Ahnung, ein bisschen was über den neuen Seamurg RDTA erzählen. Der Seamurg, der hat es tatsächlich geschafft, bei mir den Aromameißel abzulösen. Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Aber ich finde den Seamurg echt richtig, richtig gut. Und wir haben jetzt vor circa 2 Wochen schon das Coildeck einbaut. Wir haben jetzt noch nicht wickeln müssen, die Wicklung ist noch okay. Auch keine frische Watteverleger oder so. Coildeck ist immer noch drin. Mir gefällt der Verdampfer mit dem Coildeck echt wahnsinnig gut. Mit Mesh finde ich ihn zwar echt noch einen Tick besser, aber ich habe jetzt irgendwie noch gar kein Bedürfnis, das Ganze wieder umzubauen. Weil Mesh oder Coildeck war, würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich. Auf Mesh kommen die Geschmacksnuancen ein bisschen klarer raus. Auf Coil ist der Dampf etwas warmer. Ich habe jetzt halt hier bei mir ein anderes Trip-Tip drauf gemacht. Das ist das Trip-Tip vom Profile Unity, vom Motovo. Und das gefällt, seitdem das drauf ist, gefällt mir der Verdampfer echt wahnsinnig gut, weil mit dem Trip-Tip, was halt dabei ist, wird die Topcap oben, die wird dann schon ein bisschen warmer und wenn man halt dann mit der Lippe immer ziemlich nah dran ist und man halt öfters mal hintereinander zieht, dann merkt man schon, dass da viel Wärme halt ist. Mit einem anderen Trip-Tip ist das Problem komplett weg. Da ist man immer mit der Lippe so weit weg vom Deck, dass man das eigentlich gar nicht mehr spürt. Könnte ich jedem empfehlen, ein anderes Trip-Tip drauf zu machen. Sieht vielleicht nicht mehr ganz so edel aus. Aber ist halt, ja, der Dampf ist halt angenehmer oder das Lippergefühl ist angenehmer, weil halt einfach die Wärme jetzt so extrem vorhanden ist. MTL kann er, aber da hat er mir jetzt nicht so abgeholt. Da hat er jetzt halt doch relativ viel Flash. Ich bin jetzt eher so ein Dampfer, wo den Flash nicht so mag. Ich mag lieber ein bisschen mehr Nikotin drin, aber weniger Flash. Und da ist bei mir halt Kai von Breim, GTR, Brunhilde MTL. Das sind da so meine Favoriten. Brunhilde MTL vom Geschmack her bei mir auf Platz 1. GTR und Kai von Breim, das sind halt praktisch. Also das sind so die 3 MTL-Geräte, wo ich eigentlich immer im Einsatz habe. DL. Momentan sehr viel der Seamurg. Dann haben wir den neuen TCX. Wo mir jetzt der Hersteller einfällt. Ja, egal, TCX auf jeden Fall, auch ein Top-Coiler mit Mesh. Geschmacklich eigentlich auch ziemlich gut, aber weiß nicht, wie ich sagen soll, der ist noch nicht komplett durchdacht, was jetzt die Airflow, hat das ganze Airflow und zum Liquid-Befüller. Das ist hier halt echt super gemacht. Die Airflow, die verstellt sich eigentlich so gut wie nicht von alleine. Wo ich halt beim TCX immer das Problem habe, wenn ich das versuche, die Liquid-Öffnung aufzumachen, dann verstelle ich eigentlich jedes Mal auch die Airflow. Muss ich nach dem Liquid auffüllen, wenn ich dann die Airflow wieder richtig hindreht habe, das ist ja keine Arretierung, brauchst du also einmal Licht, dass du auch was siehst. Und dann muss ich beim TCX immer gucken, ob die Airflow auch komplett auf ist. Und das ist ein bisschen umständlicher, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann
vom Gefühl her ist der TCX von der Brunhilde ja, die kleine Schwester. Die möchte gern, so sein wie der große Bruder, aber kann sie ganz. Vielleicht ein bisschen komisch beschrieben, aber das passt, glaube ich, mehr statt drauf zu. Also, da muss ich jetzt echt sagen, die Simo kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich habe es bislang nicht bereut. Dann vom Zuggeräusch. Ich finde den Simog echt abnormal cool. Wir haben jetzt auch hier ein Ansteckmikrofon direkt am Mund eigentlich dran. Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier über dem Mikrofon, wie da die Zuggeräusche sind, ob die jetzt eher störend laut sind oder ob die angenehm smooth sind. Ich vermute mal eher zweiteres. Der halt echt richtig leise ist. Geschmacklich Bombe. Dann die 11 Milliliter Liquid Füllvolumen, das ist sehr gut. Man muss den nicht auch oft befüllen. Also ist ähnlich wie beim Aromameiser Plus mit einem normalen Tankglas mit 10 Milliliter. Das ist halt. Ja, das ist halt echt viel wert, wenn man jetzt ständig gucken muss, ob man den Verdampfer nachfüllen muss oder so. Geschmacklich auf jeden Fall finde ich jetzt echt um einiges besser als wie mein geliebter Aromameiser Plus. Dass ich irgendwann einmal ein anderes Gerät nutzen werde. Und der Aromameiser Plus tatsächlich dann in der Ecke steht, hätte ich nicht erwartet. Ist cool, also. Ja, ist halt ein bisschen teurer, aber ist halt letztendlich auch ein Original. Man wird den jetzt in Kürze, denke ich mal, als Klon kriegen. Und da haben jetzt bei dem tatsächlich so das erste Mal irgendwie, also ich habe nichts gegen Klone. Ich finde es cool, dass es Klone gibt. Aber jetzt gerade beim Seamog würde mir jetzt den Klon nicht holen. Weil ich den Günther gut kenne. Dann hat man einfach nochmal einen anderen Bezug zu Klone. Das ist irgendwie echt witzig. Normalerweise, wenn es jetzt, keine Ahnung, irgendein anderer Hersteller ist, dann interessiert mich das nicht groß, weil ich kenne die Leute halt, wo das machen, die persönlich. Jetzt der Günther, den kenne ich persönlich, der ist jetzt auch schon ein paar Mal bei mir im Stream gewesen. Aber damals, wo er dann das Coil-Deck letztendlich das erste Mal gezeigt hat, das finde ich halt irgendwo cool. Die haben mir dann eigentlich auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht doch den Klon hole und dann die zwei einfach mal vergleiche und dass ich dann sagen kann, was ist am Klon definitiv schlechter. Aber die haben jetzt dann doch dagegen entschieden, weil ja, wir wissen jetzt eigentlich alle, die Klone sind inzwischen echt gut geworden. Und da möchte jetzt nicht unbedingt, dass ich dann einer wegen mir dann für einen Klon entscheidet und nicht das Original holt. Komisch. Mal, ich denke, der Klon, der wird nachher auch relativ viel auf dem deutschen Markt irgendwo oder halt ja, auf dem deutschen Markt. Auf dem deutschen Markt wollen wir den nicht finden, aber dass halt viele aus Deutschland, viele Dampfer sich den Klon holen wird,
die werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht holen, obwohl es mir echt interessieren wird, wie so die Unterschiede, wie die Unterschiede sind, aber ich fände es dann halt einfach auch irgendwo nicht fair. Und das ist auch zum Beispiel vom Tim Dampferlot TV. Der hat jetzt auch erst bei sich im Livestream gesagt, dass er auch nichts gegen Klone hat, dass er sich auch viele Klone zum Testen kauft, aber dass er sich auch den Seamob nicht holt, weil er halt Günther respektiert. Und das finde ich cool irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll, aber da hoffe ich halt, dass sich jetzt so viele Leute einen Klon holen, sondern dass ihr echt tatsächlich das Original holt. Und was ich vielleicht euch mit auf den Weg geben kann, aktuell liegt er bei 126 Euro durch die Mehrwertsteuerreduzierung von 19 auf 16%. Und es kommt auf jeden Fall irgendwann in absehbarer Zeit, kommen noch verschiedene Versionen raus, dass man den dann kaufen kann, nur mit Coildeck, nur DL Coildeck oder nur DL Mesh. Dass man dann halt nicht einfach alles kauft, wenn man den zum Beispiel gerade MTL nutzen möchte, dann wird es wahrscheinlich auch nur als MTL Version geben. Und dann ist er halt nochmal um einiges günstiger und da wüsste jetzt eigentlich auch kein Hersteller, wo sowas anbietet oder vorhat anzubieten. Dass man sagen kann, okay, man hat die Erweiterungsoption und die Erweiterungsoption, aber man muss nicht alles auf einmal kaufen, sondern man kann sich das und das auch kaufen. Obwohl Steam Cave macht das eigentlich auch so ähnlich. Da gibt es ja auch die Version vom Aromameiser Plus V2, dass man das mit der Tankerweiterung oder ohne Tankerweiterung kauft. Und wenn man es dann mit der Tankerweiterung kauft, dann ist auch das Meshdeck mit dabei. Solche Lösungen finde ich halt gut. Dass man sich da selber ein bisschen, ja, dass man halt das kaufen kann, was man letztendlich haben will. Dass man dann nicht gezwungen ist, letztendlich alles zum Kaufen. Wobei ich aber echt davon ausgehe, dass, wenn die Versionen nachher rauskommen, dass die Nachfrage gar nicht so groß sein wird. Glaube ich mal, aber ich weiß es nicht. Weil viele sagen ja, wenn es dann nur als Only DL oder nur mit Coildeck oder so gibt, dann holen sie sich den auch. Aber ich vermute eher, dass wenn der Preisunterschied dann nachher 30 Euro sind oder so, dass dann viele sagen, ja komm, für die 30 Euro kaufen wir das komplette Set. Dann kann ich da ein bisschen spielen, bin variabel, kann das und das noch ausprobieren. Vermute ich einfach mal. Bis sie durch sind, kann auch sein, dass dann das Only Coil Deck mega, mega anläuft. Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, jetzt so einfach nur mal ein kurzer Eindruck hier aus dem Autovlog, was ich eigentlich so vom Seamog halt. Ich finde ihn echt mega gut. Und das ist ja nicht nur wichtig, wie so ein Verdampfer schmeckt, sondern ich finde, das ist ja extrem wichtig, wie einfach ist das ganze Konzept zum Bedienen nachher, wie ist die Alltagstauglichkeit, und da habe ich echt festgestellt, ist halt mega gut. Wir haben jetzt hier das Befüllloch. Wenn ich jetzt befüllen will, dann drehe ich im Prinzip ein Stückchen zu, bis dann so ein Spalt hier drin ist, und dann drehe ich ihn zurück, bis ich das Befüllloch sehe, hier, und dann drücke ich ihn runter. Kann mit der Gorilla-Flasche rein, macht den Verdampfer voll und dreht dann wieder 90 Grad den Verdampfer zu, und dann kann ich weiter dampfen. Und das ist halt
mega gelöst. Richtig, richtig gut. Bei dem muss ich jetzt gucken, ob noch die ganze Airflow-Öffnungen offen sind, ob sich da irgendwas verdreht hat, ob die Airflow, ob die Ausrichtung stimmt oder so, das passt halt immer. Das ist halt auch für mich jetzt ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, da werde ich demnächst tatsächlich das Review dann auf meinem Kanal veröffentlichen. Ich habe ja schon 3 Videos gemacht zu dem Verdampfer. Einmal ganz normal das First Impression mit dem Mesh-Deck. Dann habe ich eins gemacht, wo ich es dann mit Mesh umbaut habe auf MTL. Und dann habe ich noch ein drittes Video gemacht mit dem Coil-Deck. Alle 3 Versionen waren gut. MTL war mir ein bisschen zu flashig. Wenn jemand Flash mag, gern. War den irgendwann wieder um- oder zurückbauen auf Mesh, weil mir das eigentlich am besten gefallen hat. Und dann werde ich wahrscheinlich mit dem Umbau, wo ich dann mache, auf Mesh letztendlich das mit dem Review verbinde und da ich dann halt so alles dann halt einfach irgendwie zusammenfasse, was mir die letzten Wochen so aufgefallen ist an dem. Und ich muss sagen, eigentlich nichts Negatives. Das Einzige, was mir ein bisschen gestört hat, war das Trip-Tip. Da habe ich jetzt anders drauf gemacht. Jetzt ist der Verdampfer angenehm kühl beim Dampfen, weil es halt einfach weg genug von der Top-Cap weg. Aber wenn ich jetzt so ab und zu mal dran ziehe, wie jetzt zum Beispiel, dann ist das gar nicht so schlimm. Das ist nur dann schlimm, wenn man jetzt halt ein Video macht und man zieht dann permanent oder ja, dann kann es sein, dass es ein bisschen warm wird. Und die dampfen ja aktuell mit 60 Watt, also mit 60 Watt gibt es eigentlich da weniger Probleme. Ja, und MTL hat er mir halt ein bisschen zu viel Flash und sonst gibt es echt nichts zum Bemängeln. Gut, kurzes Video wollt ihr eigentlich machen. Das haben wir schon wieder fast 18 Minuten voll. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und vor allem, wenn das Review zum Simo kommt, dann müsst ihr auf meinem JD Vapes Kanal gucken. Ich hoffe, dass ich das ausführlich genug hinkriege. Sonst, wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr das jetzt schon mal unter dem Video, dass ich dann auf die Frage in meinem Review öffentlich auch drauf eingehen kann. Dann sage ich, bis die Tage. Tschüss.